Hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC Bruderbaustelle. Und ja, endlich ist es soweit. Ein Projekt, das schon lange irgendwie auf meiner To-Do-Liste lag und es ist irgendwie nicht vorwärts gegangen. Ich weiß, ich habe noch mehr Projekte, die irgendwie nicht vorwärts gehen, aber das hier wollte ich jetzt wirklich endlich mal angehen und abschließen und euch natürlich auch zeigen. Das heißt, wir haben hier diese wunderbaren Reifen. Ich verlinke euch unten alle. Aber diese wunderbaren Gummireifen, die hier hervorragend auf meinen Volvo-Dumper passen. Und das habe ich euch schon mal gezeigt. Ich habe zweiteilige Felgen gedruckt. Das innere Teil. Und genau. Ich baue die jetzt schon mal ein bisschen zusammen. Und in der Zwischenzeit dürft ihr euch anschauen, wie diese Reifen entstanden sind. Los geht's! So sieht das Ganze jetzt aus. Wunderschöne Reifen, wunderschöne Felgen. Und also wie ihr seht, die passen hier von der Größe her perfekt drauf. Sind ein bisschen schmaler, das gleicht aber die Felge dementsprechend jetzt aus. Genau. Ich drehe um, damit ihr ein bisschen besser seht. Nun schrauben wir die einmal schnell drauf, oder? So sieht das Modell jetzt von unten aus. Das kennt ihr eigentlich schon aus dem Umbauvideo. Genau, jetzt schrauben wir mal schnell die Reifen weg. Und dann hoffe ich, dass am Ende das auch alles so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Also das waren die ursprünglichen Reifen, also das sind die Standardreifen. Ich bin mit denen immer gut zu fahren gekommen, überhaupt keine Frage. Ich mag die eigentlich ganz gerne, die haben einen guten Grip gehabt. Ich war jetzt da nicht so unzufrieden mit denen, aber okay. Und jetzt nehmen wir uns die hier und schrauben die einmal ringsrum an. So, wir haben unsere inneren Radadapter alle drauf. Die passen wunderbar. Ich kann hier noch ein bisschen spielen, wenn es von der Tiefe her nicht passen sollte mit den Motoren und mit den Adaptern, aber ich gehe mal davon aus, das sollte eigentlich soweit alles passen. Ich habe es ja ausgemessen. Muss passen. Genau. Jetzt kommen diese Schätzchen hier überall außen drauf und dann werden wir das hier festschrauben und ich lasse das jetzt einmal schnell durchlaufen, denn leider Gottes ist natürlich immer ganz wichtig, wenn man die kleinsten Schrauben hat, dass die natürlich nicht magnetisch sind. Und man die irgendwie mit der Pinzette jetzt dahin friemeln. Ja, das heißt, ich stecke jetzt erstmal hier so ein bisschen was drauf und dann werden wir da die Schrauben rein friemeln.
mal drauf. So sieht das Ganze jetzt aus. Finde ich absolut spitze. Hier vorne bin ich ein bisschen mit der Achse reingegangen. Ist ja, wie gesagt, überhaupt kein Problem gewesen. Kann ich da also ein bisschen noch spielen, dass ich hier bündig bin. Denn das Original von Volvo ist hier auch bündig, steht hier nicht über. Hier hinten habe ich es jetzt mal außen gelassen. Da muss ich gucken. Wahrscheinlich werde ich es auch noch ein bisschen reinsetzen, dass wir einfach in einer Spur sind. Wird wahrscheinlich noch besser ausschauen. Die Schrauben, die ich reingedreht habe, werde ich jetzt einfach noch mal punktuell ein bisschen lackieren, damit das Ganze jetzt nicht so glänzt. Und ansonsten bin ich absolut zufrieden. Ja? Die Reifen sind schön weich. Bin mal gespannt, wenn der Kipper dann beladen ist, ob die auch ein bisschen walgen. Also man sieht es hier schon, die kriegen schon dementsprechend ein bisschen Bauch, wenn man hier reindrückt. Und genau, damit kann es jetzt eigentlich auch schon weitergehen auf den Parcours wieder. Bin ich echt zufrieden. Umbaubar, super einfach, wie geplant. Und ja, läuft. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Was sagt ihr? Die Räder oder die Originalen? Wie gesagt, ich bin mit denen auch gut gefahren. Ich fand sie auch optisch jetzt nicht so schlimm. Es war halt das Original-Brudermodell. Ja? Wie gesagt, von dem her, die Gummireifen sind halt preislich jetzt nicht unbedingt der Schnapper. Das ist bei Gummireifen irgendwie immer so. Aber wie gesagt, ich finde es klasse, wie es jetzt ausschaut. Und es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja? Und genau. Abonniert den Kanal, kostet nichts, macht die Glocke an, dann werdet ihr beim nächsten Video auch informiert, wenn das online geht. Und damit unterstützt ihr mich und meinen Kanal und immer wieder mal neue Projekte. Würde mich absolut freuen, wenn ihr dann das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dann!